Hallo. Ich habe mich gedacht, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich habe das letzte, was wir gemacht haben, war 2018, jetzt haben wir Februar mittlerweile. Ich habe aber in der letzten Zeit, also im Dezember hat es angefangen und Januar so ein bisschen Umbauten und Sachen gemacht, wie ich ein bisschen im Urlaub war und ein bisschen Zeit hatte und allem drum und dran. Und das will ich euch jetzt mal zeigen, würde ich sagen, was ein bisschen passiert ist. Und euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil ich habe hier ein bisschen umgebaut, ein paar Sachen gemacht und auch ausgemistet und viele Sachen. Nur ich war jetzt seit die letzten Tage ein bisschen krank. Ich bin mal wieder zu spät zum Arzt gegangen und dann ging es mir richtig kacke. Ich will euch mal zeigen, was ein bisschen passiert ist hier in diesem Büro. Man sieht es schon ein bisschen. Mal wieder. Also es ist mal wieder ein bisschen was passiert. Und zwar einmal, möchte ich euch mal sagen, habe ich hier ja ein Whiteboard. Also hier habe ich ein Whiteboard hergestellt. Das Whiteboard war so ein bisschen für mich organisatorisch und die ganzen Ideen, was ich ein bisschen hatte und alles so als Schmierzettel, nur dass ich halt nicht immer Millionen von Zettel rumfliegen lassen will, sondern es ist auch für mich organisatorisch und so ein bisschen als, nicht nur organisatorisch, sondern so ein bisschen als Denkhilfe und jetzt dann ab sofort für den Stream so Ideen, was ich jetzt so im nächsten vorhabe. Und ich möchte euch das mal zeigen, was ich da eigentlich so ein bisschen drauf schmier. Pass auf, wir machen das mal so. Ich kann hier nicht allzu nah hin, weil da ist mein Glasschreibtisch. Also da. Deswegen darf ich mich auch nicht allzu sehr drauf stützen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier mal die ganzen Projekte, die ich vorhabe. Habe ich so aufgeschrieben, so was ich mal wieder streamen möchte oder halt streamen und ob ich es mit aufnehme, steht da dann auch mit drin. Weil manche Sachen haben wir schon auf dem YouTube-Channel gemacht und ich möchte ihn nicht tausendfach zeigen, aber ich möchte auch streamen, ohne dass ich eine Aufnahme dabei mal laufen habe. Das ist für mich jetzt mal so, also für mich ist es jetzt mal so ein bisschen, ich will das Jahr mal ein bisschen lockerer angehen. Ich habe mir oft die Streams ein bisschen selbst zu ernst genommen. Sozusagen so, hey, ich muss das machen und dann, und da schreibe ich dann zum Beispiel auch hier 8 Faktoren Megaprojekt, was ja gerade läuft, geht dann, es soll bald zum Ende kommen, Forest soll bald das Ende finden, dann würde ich mit Two-Point Hospital weitermachen und alles und das würde ich alles immer machen oder halt hier dann auch Folgen fertig machen, das ist für den YouTube-Channel und hier, was ich noch zu schneiden habe aktuell, dann wäre das so. Soweit fertig. Das ist so ein bisschen mein Whiteboard, was für mich hilft, so hey, ich kann einen Blick darauf machen, was ist denn? So als, ja, so als kleiner Filmkopf ein bisschen. Dann habe ich hier hinten noch ein Whiteboard, hier hinten ein Greenscreen, was ich so als an sich mal aufgehangen habe und weil ich das Whiteboard dann einfach immer echt voll cool fand und alles, habe ich da auch noch mit hin. Da ist jetzt mehr, ja, da ist eigentlich fast nichts drauf. Dann habe ich hier oben eine Sache gemacht, die habe ich im Grunde seit dem Büro, hat mich die gestört. Seitdem ich das Büro damals gebaut habe, hat mich das gestört, aber dann war es endlich soweit fertig, bis auf das da oben. Und dann wollte ich wieder ein bisschen loslegen, ein bisschen streamen. Und zwar habe ich jetzt hier oben, das ist ja meine Greenscreen-Beleuchtung, die ihr hier seht, die den Greenscreen ausleuchtet. Und ich habe hier oben jetzt halt endlich einmal ein paar Kabelschächte gemacht, weil zuvor war das Kabel mit so Klammern einfach nur an die Decke geschraubt. Und jetzt habe ich da endlich einmal ein paar Kabelschächte gemacht, komplett ringsrum, damit es mal ein bisschen Bild kriegt und es nicht so scheiße ausschaut. Sagen wir mal ehrlich, wie es ist, scheiße ausschaut. Das war eine Sache, die ich gemacht habe. Dann kommt hier die andere Sache, da müssen wir aber mal kurz ein bisschen die Tür wegmachen. Und zwar war mein Bürojahr, wenn ich ehrlich bin, war mein Bürojahr so ein bisschen zusammengewürfelt aus allem, was ich hatte und was ich noch über hatte. Weil ich bin finanziell auch ein bisschen begrenzt. Ich habe eine Wohnung, ich habe ein Auto, ich habe einen Job, was ich alles machen muss. Und irgendwann ist halt da. Ach ne, das wollte ich gerade sagen, das ist aus. So, ich habe ein LAN-Kabelchen hier unten gelegt. Hier so entlang. Ein LAN-Kabelchen und ein HDMI-Kabelchen, weil ich keinen weiteren Bildschirm haben wollte eigentlich. Oder weil ich in dem Moment keinen weiteren Bildschirm haben wollte. Der wird aber noch kommen. Dann wird hier noch ein Bildschirm sein. Also hier wird noch ein Bildschirm stehen für den Server, der jetzt auf der Seite steht, damit sich der vom Greenscreen nicht weiterhin so extrem aufheizt, habe ich den Server schon mal mit hierher, damit wir da ein bisschen kühler kommen. Da will ich mir auch noch was überlegen, aber ich habe keine Idee, weil der hängt oben direkt an der Wand, das ist wie so ein Vorhang, den man durchzieht und für den Sommer heizt das schon ganz schön krass hoch.
Also das knallt dann schon richtig hoch hier. Und daher, nee, ist es blöd. Ist es richtig blöd. Ich werde auf jeden Fall rollotechnisch noch was machen da. Werde ich noch andere Rollos machen, damit wir mit der Sonne nicht mehr so ein Problem haben. Da würde ich unten so ein Halbdunkelrollo machen und dann ein großes Verdunklungsrollo noch drüber. Und dann aber diesmal auch passend, weil das war auch damals, das war ja jeder Abstellraum zuvor. Und das war ja damals so, das hatte ich gerade, das Rollo rumliegen, noch von einer, von irgendwo anders. Oder von der alten Wohnung, ich weiß es nicht, aber ich hatte das noch und dann habe ich das genommen, weil es bis auf ein paar, man kann es so ein bisschen sehen, bis auf ein paar Zentimeter hat es ja ganz gut gepasst gehabt. Und seitdem habe ich da nichts gemacht gehabt dran. Und das kommt jetzt auch so alles nach und nach. Dann habe ich hier, das habt ihr ja schon gesehen, hier habe ich jetzt einen Schreibtisch mir hingestellt, weil ich mal gedacht habe, das passt ein bisschen besser in das Büro hier rein als die Couch. Vor allem die Couch, die war nicht unbedingt so in einem guten Zustand. Die war, also die war, ich weiß nicht, die hat so einen komischen Stoff gehabt, du hast drüber gesaugt und der hat immer, das, ich fand die nicht toll. Ich fand die nicht schön, also habe ich die jetzt nach kurzer Zeit wieder raus. Gut, ich habe sie, es war auch keine neue, ich habe die gebraucht gekauft, um für mich erstmal zu schauen, ist hier mit einer Couch und alles. Außerdem, wie gesagt, ich habe auch nicht unbegrenzt finanzielle Mittel. War die Idee eigentlich ganz cool, hier eine Couch rauszumachen und die blöden Stühle endlich wegzutun. Aber, ja, ist wurscht. Jetzt haben wir hier einen Schreibtisch. Das ist eigentlich ein Eckschreibtisch und ich habe den aber so aufgebaut, dass er gerade ist. Ich habe da natürlich ein bisschen tricksen müssen. Ich habe da unten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier eine Schraube durchgeknallt. Und hier oben, also mit 5 Schrauben, habe ich sozusagen die zwei geraden Sachen aneinander geschraubt. Und das Eck ist jetzt da oben als Regal. Und hier habe ich ja eigentlich mein Aquarium Unterschrank von Ewigkeiten mal gehabt. Einfach, dass da aber was war. Jetzt habe ich da mal einen richtig schönen Schub, wo ich ein bisschen das Zeug drin habe. Eigentlich ist es ein Beistelltisch fürs Schlafzimmer, aber ich habe mir gedacht, das passt perfekt hier rein. Dann habe ich hier ein Headset gekauft mit so einem Halter. Eine Lampe ist da. Hier ist mein Laptop. Hier habe ich eigentlich den Schub. Das ist eigentlich nur zum Verstecken von Maus und Tastatur vom Server. Damit es nicht so rumfliegt, dass da ein bisschen Platz ist. Dann habe ich mein Regal damals ja gebaut gehabt, wo ich ja gedacht hatte mit auch Papierkram und alles hier rein zu tun. So. Ordner und sämtlichen Papierkram wollte ich hier rein tun. Jetzt kam aber das große, große Problem bei mir. Ich habe beim Bauen damals einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe die Höhe von dem Ordner genommen und halt da das Brett rangeschraubt. Aber dass das Brett eine gewisse Dicke hat, hatte ich natürlich nicht bedacht gehabt in dem Moment. Deswegen musste ich das nochmal umbauen. Ich habe da ein paar Zentimeter mehr gebraucht, weil das Brett halt so, ich sag mal, 3-4 Zentimeter dick ist und genau diese Zentimeter dann gefehlt hat, um einen Ordner reinzustellen. Jetzt habe ich das ein bisschen umgebaut, jetzt passen auch endlich meine Ordner hier unten rein. Flup, flup. Die sind jetzt auch da mit sämtlichen Papierkram und YouTube-Zeug habe ich auch mal mit. Also YouTube ist eigentlich mehr, wo die Keys von der Software drin ist, wo also die ganzen Keys von meinem Schnittprogramm, von Morphox etc. etc. habe ich da einfach mal abgeheftet und da ist alles auf einen Blick, wo ich dann einfach sage, okay, das ist das Zeug, das weiß ich dann automatisch, kann ich zuordnen, wo das ist. Deswegen habe ich das auch mal in einem Ordner reingesetzt. Alles. Manche Ordner, wenn ich will, möchte auch mal komplett ausmisten, dann demnächst den kompletten Papierkram machen und ich hasse Papierkram machen. Also das ist auch so eine Sache. Ich will nicht mal komplett drüber gehen und alles machen und. Aber ich habe so noch ein paar kleine Baustellen, wo ich zum Beispiel machen will. Ich habe zum Beispiel endlich mal eine Master Slave Steckdose gekauft für das ganze Zeug hier hinten, um ein bisschen Strom zu sparen vielleicht. Nur ich komme nicht hinter, um die Steckdose anzuschließen. Also ich will nicht hier alles wieder abkabeln und machen, nur weil ich da nicht hinterkomme. Ja, gut. Was machst du? Dann habe ich hier noch ein zweites Fach. Ich habe zwei Bretter umgebaut, dass ich da auch genug Ordner reinkriegen könnte. Und alles, aber das wird es nicht brauchen, weil man hebt ja doch Rechnungen und alles auf. Das würde ich gern auch mal ein bisschen ausmisten und aussortieren demnächst. Ich habe noch Bohrmaschine da und alles.
Das soll aber so ein bisschen, also das Regal hinter mir, das soll so ein bisschen alles werden, wo ich ein bisschen so mit den Streams, mit YouTube und mit allen verbinde. Deswegen haben wir auch noch das, ein Fallout-Spiel da, der Mo. Also warte mal, ich stehe einfach mal auf. Haben wir Wet Hat da, das gab es ja auch, den Motor, das Fallout-Spiel, so mein Samson, meine Elgato, so ein paar Sachen, die, oder hier vom Halloween-Stream. Das ist im Stream nie aufgekommen, aber das war so früher so ein bisschen, ich bin früher viel zweirädrig unterwegs gewesen. Dann natürlich die Kabelboxen, das ist ganz normal. Und allem drum und dran ist so ein bisschen hier. Und hier habe ich so ein bisschen mein, hier, ihr seht es gar nicht, hier habe ich, da ist noch Holzleim. Hier habe ich so ein bisschen mein Fach, vom wo mein Ersatzmikro drin ist, wo dann die Kamera und alles mit drin liegen. Und da so ihr Kamerafach, so in etwa. Ja. Das wäre das zu dem Büro gewesen. Das habe ich so ein bisschen umgebaut in letzter Zeit und ein bisschen gemacht und auch Kabel gelegt und. Ja, das war das ein bisschen. Und ich würde sagen, ich habe ja auch noch ein bisschen andere Sachen gemacht. Also ich habe dem Stuhl, das ist ja mein ehemaliger Stuhl, der da stand, habe ich eine so Inline-Skater-Rollen unten gegönnt, damit das Laminat nicht zerkratzt wird. Und auch so an sich ein bisschen. Ach ja, die Couch. Die Couch, die rausfliegt, ist jetzt aber hier. Aber wir haben draußen ziemlich viel Schnee, noch zumindest. Ich würde gerne ein bisschen warten, bis das Wetter schöner wird. Dann würde ich die einfach vom Balkon werfen und in die Garage stellen. Da ist eh schon anderes Zeug auch noch mit von meinem Kollegen, der über mir gewohnt hatte, ist da auch noch drin. Das muss ich alles mal ein bisschen entsorgen. Und ich habe hier auch noch ein bisschen Zeug. Das muss auch mal runtergetragen werden, wenn es soweit ist. Wenn das Wetter ein bisschen schöner ist. Jetzt gehen wir mal in meine Rumpelkammer sozusagen. Hier, der Stuhl, der ist die ganze Jahre von A nach B geschoben worden, den haue ich jetzt auch endlich mal weg. Dann mein ehemaliger, wir gehen einfach mal runter, mein ehemaliger Aquariumschrank. Dann ein Badschrank, eine Mikrowelle, die mir kaputt gegangen ist, eine Lampe, die habe ich selber kaputt gemacht, auszusehen, weil ich ein Glas runtergeschmissen habe beim Saubermachen. Und Badzeug. Das ist alles so ein bisschen umgebaut worden. Und wie zum Beispiel das Ding hier werde ich auch endlich wegschmeißen. Das habe ich mal gebaut. Das habe ich mal aus Not, kann man nicht sagen. Ich hatte einfach Bock zu. Ich hatte eine Glasplatte übrig. Das ist oben die. Die habe ich mit einer schwarzen Folie oben bezogen. Also ich kann es euch mal erklären, das habe ich, die Glasplatte, die oben drauf liegt, habe ich mit einer schwarzen Folie oben drauf bezogen und hinten LED-Clips dran gehabt. Das heißt, die Glasplatte hat blau geleuchtet, aber nicht komplett durch, weil die oben und unten eine Folie hatte, also wie so einen blauen Streifen nur in der Mitte. Und das unten habe ich halt selber gebaut. Auch die Aluleisten und alles habe ich selbst gebaut gehabt. Also Aluleiste, die habe ich halt gekauft, halt das Rohr und habe es dann einfach ausgeschnitten, damit es passt. So, auch mal noch einen Türstopper hier. Eindeutig, momentan ist die Verpackung von Alexa einfach da. Ja, das habe ich damals gebaut und gemacht. Und das ist so ein bisschen, hat sich verändert und umgebaut und ist ein bisschen passiert. Es schaut gerade aus, als ob ich fast blaue Augen habe, oder? Ich habe voll den Blaustich, weil hier ziemlich viel gerade offen ist. Warte mal, wenn ich das jetzt hier zumache. Guck mal. Weil ich gerade einen YouTuber schaue, Alex Steel, wirklich zu empfehlen, der Kerl. Alex Steel. Ist ein Schmied. Der ist wirklich krass drauf. Der hat wirklich einiges drauf. Und der ist ein bisschen aufgedreht und verrückt, aber ich schaue den trotzdem gern. So, das sind so ein bisschen Sachen, die ich alle ein bisschen umbauen möchte im Laufe der Zeit. Jetzt demnächst. Oder umgebaut habe in der letzten Zeit. Und ich wollte mich auch mal wieder zu Wort melden. Ich streame zurzeit ein bisschen öfter. Bis auf jetzt halt der Woche, wo ich krank war. Weil wenn die Stimme kratzt bis zum geht nicht mehr und du nur kräst wie so eine Krähe, dann ist das ein bisschen kacke zu streamen. Und das ist dann auch für einen nicht so gut. Und für Zuschauer weiß ich nicht so gut. So prickelnd. Aber wir werden jetzt mehr streamen, auch ohne Aufnahme. Und ohne allem drum und dran. Und ich habe hier wirklich noch ein bisschen vor und noch ein bisschen zu tun. Und das würde ich gern alles, wenn es geht, demnächst mal mit erledigen. Ich möchte mich mal ein bisschen mehr reinsetzen in das Zeug. Ein bisschen mehr Zeit finden wieder. Ein bisschen mehr Zeit investieren. Weil mir macht das alles Spaß. Ich will das alles durchziehen. Ich will das alles machen. Dafür ist zum Beispiel auch das Whiteboard hinten, um Gedanken zu machen, die
man sich einfach mal macht, wenn man will. So dass es versteckt ist, weil der Screen ist im Grunde fast nie oben. Ja. Wenn man mal sagt, okay, ich will jetzt mal was machen. So ein paar Sachen. Der Server wird jetzt eigentlich nur noch für meine Privatzwecke genutzt werden. Ich werde ihn auch ausschalten, weil ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Ich habe es jetzt auf Twitter angekündigt. Ich möchte keine Stromkosten haben für keinen Spieler. Und nur dafür, dass es mal da ist. Also ich werde das jetzt für mich nur noch selbst nutzen, den Server. Ich habe das Minecraft aufgesetzt gehabt. Ich fand es ganz cool. Ich habe da Spaß damit gehabt. Hat sich jetzt ein Jahr gezogen. Dann war die Luft raus. Dann war gar keiner mehr drauf. Dann war ich ein bisschen enttäuscht und habe einfach gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Es waren wirklich über längere Zeit keiner mehr drauf. Dann habe ich jetzt auch den Server ausgeschaltet. Jetzt nutze ich den nur für mich selbst. Wenn ich den nutze, wie zum Beispiel jetzt Factorio-Server, damit der dauerhaft läuft. Oder auch andere Leute mit reinkommen können. Nur für meine Zwecke wird das jetzt auch genutzt werden. So, und ich würde sagen, das war mal wieder genug geschwafelt. Ich wollte euch eigentlich nur mal sagen, was so ein bisschen in letzter Zeit passiert ist. Ich mache mir momentan auch viele Gedanken. Also, ja, ich mach mal Schluss, würde ich sagen. Wenn ihr Gedanken hören wollt, würde ich vielleicht nochmal einen neuen Vlog aufnehmen. Will ich den vielleicht mal dahin die Kamera irgendwo hinstellen, dass ich sie nicht halten muss die ganze Zeit. Weil wenn ich euch ein bisschen Winkel geben will, dann muss ich euch echt ausstrecken und dann tut der Arm auf Dauer weh. Weil das ist nämlich auch schwer. Gut, das Stativ wiegt nur 1,6 Kilo, aber auf Dauer? So, aber wenn ihr Gedanken hören wollt, ich werde jetzt, glaube ich, dann demnächst nochmal einen Vlog aufnehmen. Mal, falls es jemanden interessiert, kann da mit reinklicken und sowas. So. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann im Gedanken-Vlog. Der kommt dann übrigens auch die Tage gleich. Also für euch, wenn du jetzt ein bisschen da hinten geschaut hast, der kommt die Tage. Okay.